Wow, du siehst genauso aus wie ich. Ja, ich bin nicht Teil von Samenspendegeschichte. Ich bin ein geheimer Klon. Wir wurden georphanblackt und schon bald bist du tot. Meg, wo bist du? Ich bin hier, Mom. Jetzt bist du endlich bereit für die Lila-Gruppe. Ja, heute war mein erster Tag dort. Die Lehrerin hat auf dem Konzert ihren Busen raushängen lassen. Sie war, sehr beliebt. Ich danke euch. Ihr habt mich von etwas abgehalten, das ich ewig bereut hätte. Das haben wir doch gern getan. Wir lieben dich und würden nie zulassen, dass dir was Schlimmes widerfährt. Peter, wir haben ein Problem. Irgendwie ist mein Fuß von dem Gangsterfilm schwanger geworden. Dad, sprichst du unser Tischgebet? Oh Herr, bitte gib mir das Passwort für meine Lieblingspornoseite. Ich komme schon seit 4 Wochen bei Hardcore Mania nicht mehr rein. Meine Nicks sind Langschwanz, Dicklümmel und Deepthroat, aber keiner funktioniert mehr. Und mit den gleichen Nicks kommt man auch bei Tittenmonster, Virgin Sex und Black. Was rede ich da? Du kennst die Seiten bestimmt. Oh, willst du meine geile Moslem-Seite sehen? Komm mal mit nach oben. Ja, ich weiß, die sind alle verhüllt, aber ich schwöre dir, das sind Mörderbräute. Meg, wie konntest du das nur tun? Ruf diesen Mann an und entschuldige dich. Hey, 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 rede nicht in diesem Ton mit ihr. Meg ist so cool wie die andere Seite vom Kopfkissen. Billy Dee Williams. Hallo Peter, willkommen auf der coolen Seite des Kopfkissens. Du hattest einen harten Tag. Gönne deinem müden Haupt Ruhe und verreise mit mir ins Traumland. Funktioniert jedes Mal. Hier ist Trisha Takanawa mit einem Live-Bericht von dem Ort, wo die Polizei Seabreeze ausfindig gemacht hat. Der Hundeentführer wurde bis in dieses schmuddelige Hotel verfolgt. Oh, wie ich sehe, ist mein Kollege Tom Tucker bereits am Tatort. Wer ist das, Liebling? Hallo, hier ist Tom Tuckers böser Zwillingsbruder Todd Tucker, der den guten Ruf seines Bruders zerstören will. Hahaha! Ich gehe jetzt wieder rein, um mich mit der Prostituierten auszutoben, die mir noch eine Viertelstunde zur Verfügung steht. Ja! Dad, was machst du denn da? Ganz ruhig, Meg. Das wird nur 3 Wochen wehtun. Was zum Teufel? Die gehört zu meiner Herde, Griffin. Du musst dich mit der Macht vertraut machen und mich dann nach Alderaan begleiten. Was ist die Macht? Die Macht ist es, die dem Jedi seine Stärke gibt. Sie umgibt uns. Sie durchdringt uns. Probier das mal aus. Wow, das ist cool. Ja, hier in der Gegend hat jeder so ein Ding. Warum hängst du so ein Ding auf? Das macht einem tierisch Bock, reinzufliegen. Danke fürs Babysitten, Meg. In ein paar Stunden sind wir zurück. Ich verstehe nicht, warum ich auf Stewie aufpassen muss. Ich meine echt, was kann er schon anstellen, wenn wir ihn allein lassen? Und jetzt teste ich meine Teleportationskabinen. Oh, verdammt! Ich bin ein Monster! Was zum Teufel? Stewie, komm raus! Was ist das? Weißt du etwas darüber? Worüber? Dass heute ein wunderschöner Tag... Oh mein Gott, ist das eine Überraschung! Was ist mit meinem Auto passiert? Ich weiß es nicht, Mann, aber die gute Nachricht ist, dass es gar nicht so schlimm aussieht, Brian. Es ist diese Stelle hier, die dich auf die Palme bringt, nicht wahr? Ich weiß, dass du das warst. So, diese Nielsen-Box zeichnet alles auf, was Sie sich ansehen. So können wir die Fernsehgewohnheiten von Millionen von Amerikanern verallgemeinern. Wie war das am Anfang, in der Mitte und am Ende nochmal? Diese Nielsen-Box zeichnet alles auf, was Sie sich ansehen. So können wir die Fernsehgewohnheiten von Millionen von Amerikanern verallgemeinern. Könnten Sie mir das vielleicht mit bunten Puppen erklären oder sowas? Wär das möglich? Die Nielsen-Box überwacht Ihre Fernsehgewohnheiten. Ich mag die linke Puppe nicht, Ihr Kind ist gruselig. Oh, Gott sei Dank. Schnell, wir brauchen einen neuen Zahnstocher. Dankeschön, Maurice. Nimm dir deinen Zahnstocher und lass uns verschwinden. Ach, nein, danke. Die Alte hat mir Zahnstocher für immer verdorben, so wie Meg Brokkoli versaut hat. Hey, Meg, sieh nur, das sind kleine Bäume. Sind sie nicht. Sind sie nicht. Gut, Peter, wenn wir Ihr Auto finden wollen, müssen wir denken wie ein Auto. Also tanken wir an der Tankstelle auf.
Boah, mir ist schlecht. Weiter, ich habe $40 vorausbezahlt. Homer, vielleicht gehen wir das falsch an. Oh, Kacke. Ah, Indien, das spirituellste Land auf der ganzen Welt. Gott ist nicht hier. 8, 9, 10! Wir haben eine Siegerin! Na, was sagst du dazu? Bist du immer noch sauer auf mich? Peter, ich fühle mich toll. Ich habe mich noch nie so mächtig gefühlt. Oh, das Gefühl kenne ich. So geht es mir immer, wenn ich super laut in einer Tiefgarage rülpse, um meiner Dominanz Ausdruck zu verleihen. Sprach der König. Hallo, Candy. Hi, Glenn. Komm doch rein. Seit wann bist du auf der Kosmetikschule? 2 Monate. Heute Abend lernen wir Facials. Wir haben eine geile Sache am Laufen. Es muss nur geheim bleiben, dass Chris so viel drauf hat. Guten Abend, ich bin Tom Tucker. Unsere Top-Story. Das Baseballteam der James Woods High School nimmt an den Bezirksmeisterschaften teil, dank ihrer Geheimwaffe, dem Meisterpitcher Chris Griffin. Oh, Kacke, jetzt weiß jeder, dass Chris ein Top-Spieler ist. Tom Tucker hat gerade alles versaut. Das ist blöder als damals, als ich mir den Zeh angehauen habe. Ah! Warum passieren mir immer die allerschrecklichsten Sachen? Antwortet mir, Typ in der Kiste und Typ am Kreuz! Tja, wir werden jetzt was unternehmen. Wir müssen einen Weg finden, die Wehen einzuleiten, damit Bonnie dieses Baby bekommt. Je eher das Kind da ist, desto eher haben wir unseren Joe wieder. Ja, wir sind nicht vollständig ohne Joe. Wisst ihr noch, wie er nicht in die Sauna mitgekommen ist und wir einen anderen Behinderten finden mussten? Wahnsinn, Seamus, ich habe dich noch nie so nackt gesehen. Ach, es ist schön, wenn der Stamm mal an die Luft kommt. Was, wie zum Teufel kannst du leben? Man weiß einfach nie, was für Aggressionen in manchen Menschen stecken. Wir tragen alle Wut in uns. Wir müssen nur ein gesundes Ventil dafür finden, Chris. Für mich ist das, wie ihr wisst, das Familienbad. Wie lange müssen wir noch hier sitzen? Bis ich nicht mehr wütend bin, ihr blöden, nackten Schweinesäcke! Also, soll ich versuchen, euch so ein Auto hochzuschaffen? Von da unten? Ja? Das würdest du machen? Ich kann's versuchen. Gut, mal sehen, ob's klappt. Tut mir leid, aber ich konnte nur den Stern tragen. Oh, das ist genauso gut. Ich danke dir vielmals. Hey, wenn ich mal was für dich tun kann, dann... Da gibt es tatsächlich was. Unterstützt delfinfreundlichen Thunfischfang. Dann muss ich die Marke kaufen, die 5 Cent mehr kostet. Das kann ich nicht machen. In Amerika sieht's gerade nicht so rosig aus, deswegen sind wir alle so fett. Ich will lieber Eis haben. Nein, Peter, du wirst das aufessen. Du, hey, komm sofort wieder zurück, junger Mann. Tu das nicht. Runter von dem Stuhl, sonst gibt's Ärger. Du bekommst Ärger. Du stellst das Eis jetzt sofort zurück. Ich mein's ernst. Ich mach keine Witze. Ich werd's nicht nochmal sagen. Oh, wenn du diesen Löffel in deinen Mund schiebst, bekommst du großen Ärger, junger Mann. Da, du. Ah? Ah? Ich vermute mal, du wirst jetzt ein viel strengerer Vater, weil du diesen Schnurrbart hast. Naja, Chris, ich werde dich wohl öfter auf den Schoß nehmen und die meisten deiner Fragen mit einer Geschichte beantworten. Aber vor allem wird der Schnurrbart den Leuten verraten, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einer miesen Schule war, dass ich gern auf der Straße mit Hochglanz-Pornoheften rumlaufe. Sowas Hässliches hat sich der Fettsack nicht mehr wachsen lassen seit seinem Pferdefuß. Hey, Peter, weißt du... Oh, das tut mir leid, aber wie oft habe ich dir schon gesagt, schleich dich niemals von hinten an mich ran, weil mich das scheu macht. Da ist Craig Hoffman. Oh, das ist so ein cooler Typ. Oh mein Gott, der ist ja sowas von süß. Und er lässt sich von niemandem irgendwas vorschreiben. Frag ihn doch mal, ob er mit dir ausgeht. Ich meine, du bist die Einzige von uns, die schon mal einen Freund hatte. Hier bin ich wieder. Ich habe noch ein Picknick dabei. Du kannst so gut zuhören. Du bist nicht wie die anderen Jungs. Du kannst so gut mit Tieren umgehen. Also, Stewie, ich wechsle dir jetzt die Windel. Was bedeutet, dass ich deinen Intimbereich berühren muss? Also, ich komme jetzt mit dem Tuch. Okay, das ist nichts Sexuelles. Ich bin jetzt auf Tuchfühlung mit deinen Hinterbacken. Jetzt wandere ich mit geschlossener Hand nach oben. Ich sehe dir in die Augen. Bitte erwidere meinen Blick. Und wir sind fertig. Das war intensiv. Leute! Wisst ihr noch, wir haben gesagt, irgendwas muss diese Situation verursacht haben. Oder irgendwer. Ja? Seht mal da. Oh
mein Gott! Peter! Er war das. Was sollen wir tun? Guckt mal, ich hab den BH von dem kleinen Freak. Ich zieh ihn mal an. Ah, der passt sogar ziemlich gut. Oh, da steht ein Name drin. Er gehört mir. Willst du mir das erklären? Siehst du, ich sag doch, es war Mac. Das glaube ich nicht. Der Schritt sieht nicht aus wie eine BMX-Strecke. Du Mistkerl, du hast meine Zeitmaschine benutzt, um deine Barschlampen zu vögeln. Komm schon, so übel waren die nicht. Ich hab doch gesehen, was du angeschleppt hast. Diese Stotterin, das war ein Prachtstück. Wie schmeckt Ihnen das Essen? Lois, es ist köstlich. Ach, zum Donnerwetter nochmal. Peter, warum drehst du die Heizung auf? Lois, die Frau friert, falls du es nicht bemerkt hast. Hey, Brian, Mom hat das Auto. Kannst du mich und meine Freundin zum Hockeytraining fahren? Ich helfe Stewie gerade bei einer E-Mail an Delta. Bitte, Brian. Nutz die Chance, dann sind sie aus dem Haus. Du hast recht. Ich muss es tun, die nerven mehr als Ameisen bei einem Picknick. Könnten Sie das etwas leiser stellen? Und es ist nicht erlaubt, hier zu grillen. Ich weiß, dass Sie mich verstehen können. Vielleicht könnte Patrick uns ja helfen. Wer versetzt sich besser in jemanden hinein, der dicke Menschen tötet, als jemand, der es selbst getan hat? Ja, gib ihm eine Chance, Joe. So wie ich furchterregenden Teenagern. Früher hatte ich Angst vor ihnen. Aber jetzt weiß ich, dass sie nur missverstanden werden. Hey, Fettsack, gib mir deine Brieftasche. Ich könnte dir meine Brieftasche geben. Aber ich glaube, was du wirklich willst, ist Liebe. Das ist wahr. Ich nehme mir deine Schuhe.